Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Und heute packen wir mal wieder den IS-7 aus. Bin ich lange nicht mehr gefahren und ich hab Bock drauf. Mal sehen, wo wir reinkommen. Wie viele TDs das Gegner Team hat. Ich würde sagen, das sage ich jetzt jedes Mal. Oh, es ist ja eine sehr, sehr schöne Runde. Keine Top-Tier-Arti, keine Top-Tier-TDs. Sehr schön, sehr schön. Kein Rheinmetall, eine ISO zwar, aber kein Rheinmetall. Rheinmetall ist auf unserer Seite. Das freut mich. Ja, IS-7 kommen bei mir immer so ein bisschen die Feelings so, weil es war mein erster, es war mein erster Zehner in der Close Beta. Ich meine, es gab auch nur zwei. Eigentlich zumindest, ja, es gab die Maus, es gab den IS-7 anfangs. Und ja, den IS-7, den hatte ich. Deswegen freut es mich eigentlich generell einfach mit dem zu fahren. Spielerisch ist dann irgendwie nicht so, er ist mir ein bisschen zu launisch. Das muss ich ihm noch austreiben. Nee, ist mir echt ein bisschen zu. Manchmal klappt es mit der Panzerung, manchmal nicht, manchmal läuft es halt, manchmal nicht. Klar, das ist immer so, aber dem ist es halt, ich weiß es nicht. Andererseits habe ich auch noch nicht ganz so viele Gefechte. Aber es ist auf jeden Fall ein super Panzer, macht mir Spaß. Und er sieht gut aus und der hat eine geile Geschwindigkeit, was ich echt gut finde. Und wie gesagt, man erinnert sich an die alten Beta-Tage, wo er noch alles besser war. Nee, an sich war das gar nicht so viel besser. Wobei, es hat auch nichts gestört, muss man mal sagen. Also es war echt angenehm. Ich habe da keine großen Bugs in Erinnerung. Das einzige Problem war Matchmaking, aber da gab es einfach noch zu wenig Spieler, die da irgendwie, sagen wir, zur Auswahl stehen oder standen. Tun sie ja nicht mehr. Das war das einzige Problem. Ich weiß nämlich noch, dass ich einen T46 gerade hatte, schön. Und dann hatte ich im Gegnerteam ein T44, dachten wir so, wow, scheiße. Und wir hatten einen VKB. Dachte ich mir so, wow, okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Nee, das haben wir natürlich nicht gedacht, so weit war ich noch nicht. Ja, wie gesagt, da war ich noch ein dicker Noob. Also, Noob ist schon nicht, glaube ich, eine Auszeichnung für mich. Also, ich glaube, ich war echt schlecht in meinen Anfangstagen, aber das ist ja oft so in einem, ich würde mal sagen, so komplexen Spiel. Ich finde das ein ziemlich komplexes Spiel. Und ja, es hat auf jeden Fall damals schon sehr viel Spaß gemacht. So, Badget, das war eigentlich jetzt deine Chance zu schießen. Ja, muss wahrscheinlich nachladen. Komm mal hinweg. Super. Fuck. Fukit! Das wäre nämlich wichtig gewesen, dass die ISO raus ist. Dann hätten wir ein Problem weniger. So, diese T57. Wie wäre es mit Nachmoven? Ja, weiter auf dem Löwen, dann haben wir nämlich das Problem weg. Badget ist da ein bisschen ist gut, viel zu harsch reingefahren. Hure schreibt da. Hure, ja, nicht nett. Sagt man nicht. Ja, nicht, nee. So, hier haben wir natürlich ein bisschen Probleme jetzt. Fuck, jetzt haben wir ordentlich drüber geschossen. Einfach weil es, ja, drei Gegner sind. Egal wie stark sie sind, es sind drei Gegner. Ich würde auch den Schuss hier fangen für den, letztendlich, dass der T57 hier schießen kann. Weil das ist sehr wichtig, dass er schießen kann. Ich kann die Schüsse mehr oder weniger aushalten. Na, fu!
Jetzt muss da unten mal eben durchpushen. Unsere andere Seite sieht aber gar nicht gut aus. Ja, wie gesagt, IS-7 hält halt nach wie vor einiges aus, wobei es auch irgendwie launisch ist. Bin nicht der beste IS-7-Fahrer, muss ich dabei sagen. Also, ich spiele den Panzer jetzt auch nicht ganz so oft. Und, ja, Panzer muss ich noch ein bisschen klarkommen. Nie zum Beispiel war es ziemlich gut. Ziemlich gut geklappt. Das war jetzt etwas blöd für mich, aber ebenfalls blöd für ihn, da der T-57 nachladen ist. Naja, auf jeden Fall, da war es jetzt wichtig, dass ich die Schüsse kassiere und er einfach nur Damage drückt, weil er letztendlich nicht zu viel ausgehalten hätte. Oder jetzt ziemlich runtergeschossen wäre. Deswegen kann man da ruhig mal ein Auge zudrücken und den Damage für ihn abbekommen. Ja, das ist jetzt echt blöd. Das ist übrigens eine Sache, die mich beim IS-7 mit ziemlich nervt, die Durchschlagskraft. Weil damit ist, komm, ich habe halt oft Probleme, wenn ich wenig Durchschlagskraft habe. Und das habe ich leider auch bei diesem Panzer. 235 ist den T10 jetzt nicht überragend, daher hatte ich da meine, das ein oder andere Problem damals. Immer noch. Hier zum Beispiel, da würde mit ausreichend Penetration wird man da auch durchkommen. Auch wenn er so komisch angeschrägt ist. Schaffen wir, haben wir da jetzt nicht geschafft. Report all my team. Yeah. Aber naja, wir haben ja schon echt eine super Runde, muss man mal sagen. Also habe ich jetzt auch nicht als alle Tage lang. Die war ja echt vollkommen gutes Teamplay, guter Damage und sogar 5 Kills. Nice. Finde ich cool. Na, schade. Schade, schade, schade. Ihr 7 ist GR-T-70. Achso. Achso, der hatte Angst vor unserem T-71 oder was? Achso. Ich dachte jetzt mal da. Hä? Ich? Was? Was will es? Weil ich hab doch keine Angst vor dem T-71. Pfff. Bam und weg war er. No cap kill. Don't cap. Ist mir eigentlich relativ egal, weil der steht da. Die Chance, dass ich diesen Kill bekomme, könnte man sagen, ist praktisch bei null. Und ja, brauche ich jetzt aber auch nicht. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wäre aber natürlich schön, wenn ich nochmal Damage machen könnte. Nach wie vor 100%. Das sieht gut aus. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja. Ich würde den Kill natürlich... Ich würde gerne einen Krieger haben. Das wäre natürlich fürs Let's Play super. Aber ich erwäge, ob ich den stehlen würde. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kriege ich sowieso nichts ab. Ja, da konnte der Amix sich nicht zurückhalten. Aber naja, was erwarte ich in der heutigen Zeit? Ja, super. Ja, schöne Runde, muss ich echt sagen. Wurden die Gegner mehr oder weniger aufgeraucht, aber wir haben ja auch einen 9er mit 0. Die haben natürlich einen 10er mit 0. Das ist sehr, sehr böse. 8er mit 0. Noch was. Tankbot. Naja. So ganz wie ein Bot hat er da auch nicht gespielt. Wow. Der Gegner hier ist jemand noch mehr Damage. Ich hab sogar... das ist... was? Das geht nach Kills. Was?
Hat der denn bitte gemacht? Na, ich habe auch 10 Wirkungstreffer, ja, okay. Er hat. Ich habe einen Schuss mehr geschossen und einen Schuss mehr getroffen. Aber er hat mal eben. Boah, 700 fast mehr Schaden. So grob gerechnet jetzt. Das ist echt viel. Und dabei haben wir den gleich. Da kann man mal sehen. Da hat er mit einigen Schüssen, mit zwei Schüssen. Ja, doch, mit zwei Schüssen mehr Schaden. Schaden gemacht, wo ich keinen Schaden gemacht habe. 8 Schüsse erhalten, 4 durchgekommen. 10 Schüsse erhalten, 5 durchgekommen. Der hat auf jeden Fall ordentlich ausgehalten. Und woran es jetzt lag, warum die verloren haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe den E100 überhaupt nicht gesehen. Die andere Seite war natürlich hier mit dem 121er als einziger 10er etwas offen. Und auch wenn da ein KV4, T55 und Centurion, obwohl der Centurion war ja auch noch da, stimmt. Problem war, glaube ich, auch mit der T30, der stand da an der Base. Es ist dann immer recht unnötig, der Typ oder der Spieler, weil der steht halt in der Base. Und meistens ist es so, dass der deft, aber erst, wenn das halbe Team tot ist, weil die wir ja, wie in dem Fall, wir sind gerusht über eine Linie und dann haben wir den T30 ganz schnell weggemacht. Da konnte er nicht viel machen. Es bringt halt wenig. Und deswegen würde ich so eine Spielart auch nicht empfehlen. Ja, linke Seite, da haben wir zu sehr durchgedrückt. Da hätten sie mehr deffen müssen. Da hat der T30, glaube ich, gefehlt. Der T30 und die Izuet hätte mehr irgendwie Damage machen sollen. Oder wäre halt am besten auf der anderen Seite dann gefahren. Ansonsten wäre echt schwierig geworden. Soweit, so gut. 63.000 Credits sind 40.000 plus. Ist natürlich eine gewonnene Runde, die jetzt echt nicht schlecht ist. Das ist kein bloß nicht. Nein, das ist kein Durchschnitt. Schön wär's. Knappe 3 Kilometer gefahren. 2,75. Habe ich auch nicht ganz so oft. 7 Leute besteht. Oh, nee, es hat zu wenig von uns sind. Da, sorry, ich dachte mir gerade so. Da bist du ganz knapp an einer Unterstützungsmedaille vorbei. Aber die gibt's ja erst bei 8 und da darf man, glaube ich, 8 oder man muss 8 bestätigt haben, die von anderen gekillt werden. Ich bin mir sicher. Auf jeden Fall hätte es mit meinen 5 Kills allein schon nicht geklappt. Deswegen. Naja, eine sehr, sehr schöne Runde. Das ist echt. Ich muss da mal den Skill umskillen. Ja. Die Crew muss ich, glaube ich, auch nochmal, wobei es geht eigentlich. Muss ich nochmal bearbeiten. Auf jeden Fall, die Lampe will ich gerne immer als erstes haben. Aber ich skill meistens Reparatur und setze dann Reparatur zurück, mache dann die Lampe. Warum ich das hier nicht gemacht habe, ist wahrscheinlich einfach dadurch, dass ich das schnell gemacht habe. Und dann, ja, letztendlich einfach gefahren bin. Und ja. So, ich habe auch noch eine Frage bekommen, und zwar, wie sind deine Grafikeinstellungen? Hier, seht ihr die mal? Die sind jetzt nicht auf Maximum alles. Sowas, dieses, wie die Call, das ist ja das, sind ja diese Sprüche hier. Meine ich zumindest, dass das die Calls sind. Die habe ich auf Mittel, weil ich die nicht brauche. Ich achte darauf überhaupt nicht. Genauso die Schattenqualität. Sehr selten und bis überhaupt nicht. Wenn ich ein Video aufnehme in einem Replay, setze ich das nochmal alles ein bisschen um. Und da Schatten zu da, gucke ich dann ein bisschen mehr auf Schatten. Geländequalität schon ziemlich, Wasserqualität eben nicht ganz so hoch. Beleuchtungsqualität eigentlich auf Maximum. Ach, das, nee, das komme ich gar nicht mal zu. Laubqualität brauchen wir jetzt nicht auf Maximum. Floradichte erst recht nicht, das ist Gas und so. Qualität zusätzlicher Effekte habe ich gern hoch. Das sind so zusätzliche Effekte. Nachbearbeitung ebenfalls auf hoch. Und Bewegungsunschärfe auf Mittel. Den Rest, das Darstellungsentfernen sollte man auf jeden Fall maximal haben. Das ist fürs Spielerische eigentlich, finde ich, schon recht praktisch. Zusätzliche Effekte im Scope habe ich auf niedrig, weil ich das nicht brauche. Und Filter habe ich weiche Farben. Gefällt mir sehr gut. Ne, hier gibt es ein paar Optionen, die sind mit dem 8.10er Patch dazugekommen. Und ich habe zwar einen Screenshot gemacht, wie es so ein Testserver, nur in der Version des Testservers gab es sie, glaube ich, noch nicht.
damit ich das Profil noch hab, weil das ja geändert wurde und ich wollte mir nicht alles von Grund auf neu zusammenstellen, weil es ist so, wenn ich jetzt aufnehme, es ist hart an der Grenze, bis es lädt. Also es dauert nicht lange, wenn irgendwie viel passiert, seht ihr zwischendurch, dann leckt's. Aber dafür sieht's in den Stellen, wo es dann nicht leckt, was oft eigentlich so ist oder auch sein sollte, sieht's auch extrem gut aus. Und das ist so die Mischung, die ich auch haben will. Naja, soweit so gut. Diesmal noch eine Runde. Aber naja. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, falls euch das Video gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, viel Glück auf dem Schachtfeld. Bis zum nächsten Mal. Tüdel.